Somit und damit ein herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed. Meine letzte Aufnahme war das. Achso, das sind ja. Dass da Templer sind, stimmt, genau so war das. Meine letzte Aufnahme jetzt hier im 2011. Wir haben heute ja den 30. und morgen geht's ins neue Jahr. Bringt jetzt auch eigentlich relativ wenig. Euch schon mal frohes Neues zu wünschen, da diese Folge ja erst Montag, also so den 1. oder 2. kommen wird. Oder doch? Ja, nee, stimmt gar nicht. Die kommt ja schon morgen. Ha, wusste ich doch. Also schon mal ein frohes Neues an alle, die mir zugucken. Und ja, ich hoffe, ihr seid gut reingekommen. Habt nicht zu viel gesoffen. Von einem jüngeren Zuschauer bestimmt nicht. Ihr lasst das Saufen, glaube ich, am besten erstmal sein. Sobald ihr 18 bin, könnt ihr euch so viel saufen, wie ihr wollt. Aber so in jungen Jahren sollte man doch schon eher auf sein Leben ein bisschen achten. Opa. Ja. Wir springen mal hier rüber. Und jetzt hier rüber. Jawohl, geschafft. Oh. Da vorne. Hoppa. Komm hier rüber. Oh Gott. Ja, ist okay. So, wir gehen jetzt mal hier zu Sophia. Die Madame. Zwei Büchern auf der Spur. Eines nahe Topkapi und das andere im Bayezid-Bezirk. Bayezid zuerst. Topkapi ist eine Sackgasse. Oh, sieh. Was haltet ihr davon? Oh, Ezio. Incredibile. Frühe koptische Bindung. Noch gut erhalten. Erstaunlich. Das scheint eine Abschrift aus dem 3. Jahrhundert zu sein. Sophia, was ist hier geschehen? Ach, das passiert ein-, zweimal pro Jahr. Leute brechen ein und hoffen, hier Geld zu finden. Ich habe nicht viel hier, aber dieses Mal haben sie ein wertvolles Gemälde erbeutet. Eine Schande. Arbeitet weiter. Ich werde euer Gemälde finden. Ezio, der Dieb ist längst über alle Berge. Wenn der Dieb Geld suchte und das Gemälde nahm, dann ist er noch in der Nähe, um es loszuwerden. Nun, falls ihr es innerhalb der nächsten Stunden findet, trefft mich am Aquädukt. Ich habe dort zu tun. Also gut, dann werden wir ihr mal das Gemälde zurückbesorgen. Ich denke mal, der Typ hat es schon verkauft. Und wir sollen es zurückbringen. Jemand ist in Sophias Geschäft eingebaut und hat ein recht wertvolles Gemälde gestohlen. Beschaffen Sie das Gemälde zurück, während sie weiterarbeitet. Volle Synchronisation, das Gemälde stehlen, ohne vom Händler gesehen zu werden. Ja. Da werden wir noch rausfinden, wie wir das Gemälde finden werden, ohne entdeckt zu werden. Dahin, den sollen wir hopp, hopp. Opa. Mein FPS ist gerade ein bisschen tief, finde ich. So, gucken wir noch mal. Da führt die Spur lang. Gucken. Ist das überhaupt von dem die Spur? Ich hoffe es. Ich habe keine Ahnung gerade. Aus dem Weg, tut. Ja, er kann nicht seine Spur sein. Nee. Ach, das sind von den Templern hier die Spuren. Okay. Warte mal, da war doch gerade was da hinten. Da habe ich doch was aufblitzen sehen. Hopp, hopp. Gehen wir mal jetzt hier rein. Gucken wir mal. Welcher? Der hier? Ich habe nichts getan. Ihr
könnt mir nichts beweisen. Das muss ich auch nicht. Ich verprügel dich einfach, bis du redest. Ich fand das Gemälde. Ja. Zack. Denk besser gut nach, bevor du mir ins Gesicht lügst. Genau. Pam. Oh, voll die Nüsse. Mir ist egal, wie du an das Gemälde kamst. Sag mir nur, wo es ist. Ich gab es einem Händler auf dem Bazar. Wovon soll ich sonst leben? Nächstes Mal finde einen anderen Weg, Kanarier. Ich sage, der hat das Bild schon verkauft. Den Händler finden. Gucken, wie weit ist er denn? Ich denke mal, das ist wahrscheinlich nicht gerade hier um die Ecke, ne? Ah, doch. Das ist direkt. Hoppala. Ich muss ja hier runter. Irgendwo da hinten. Aus dem Weg. Tralala und tralala. Das ist er wahrscheinlich nicht, ne? Ist das der? Ja, ne? Ich habe ein Gemälde zu verkaufen, falls ihr Interesse habt. Ein leuchtendes Porträt. Seht, wie lebendig sie aussieht. Ihre Schönheit ist unverkennbar. Scheiße. Ich glaube, ich kann das so klauen. Pam, pam. Haben wir jetzt die volle Synchronisation erreicht eigentlich? Pff, haben wir geschafft? Pff. Okay. War leichter als gedacht. Jetzt gehen wir mal aus dem Weg. Hui und hoch. Hopp. Komm, kletter. 1, 2. Scheiße. Ja. Oh, haben wir überlebt. Irgendwo hier. Da steht sie doch. Es ist gut getroffen, findet ihr nicht? Das Original ist mir lieber. Buffone. Es war ein Geschenk meines Vaters zu meinem 28. Geburtstag. Ich musste eine Woche für Albrecht Dürer Modell sitzen. Könnt ihr das glauben? Ich 7 Tage still sitzen, ohne etwas zu tun? Kann ich nicht. Una tortura. Also, ich habe euch ein weiteres Buch gefunden und es ist nicht weit von hier entfernt. Grazie. Ezio, worum geht es überhaupt? Ihr seid kein Gelehrter, so viel ist klar. Arbeitet ihr für die Kirche? Nicht die Kirche, nein. Doch ich bin ein Lehrer, sozusagen. Eines Tages erkläre ich es euch, Sophia, wenn ich kann. Wir würden so gern ihr die Wahrheit sagen. Das ist immer so schwer. Oh. So, nicht weit von hier. Also müsste das wirklich hier vorne direkt sein. Gucken wir mal einfach mal. Auf die Karte eben schnell. Ja, da haben wir noch einen kleinen Weg zurück zu sprinten. Das nicht weit von hier. Aber wir können hier mal vorne den Typen eben bestechen. Wie? Da, jetzt kann ich ihn bestechen. Bitteschön. So, jetzt sind wir wieder relativ unbekannt. Haben wir hier eigentlich die Aussichtspunkte in der Nähe? Das muss ich jetzt auch mal eben wissen. Ja, den da. Den gehen wir uns mal eben schnell krallen. Weil ich dringend meine Rüstung reparieren muss. Wieso wurde das jetzt nicht markiert? Hallo? Ach, mit Enter war das ja, ne? Ja, mit Enter. Okay. So, jetzt ist es markiert. Und das ist da vorne.